Captain! Ah, danke schön. Freue mich total, heute hier zu sein. Geht's euch gut? Ja. Sehr schön. Nachhaltigkeit, wichtiges Thema. Widersprüchliches Thema. Nein, weil ich habe heute den ganzen Tag schon überlegt, ist es eigentlich sehr nachhaltig, 3 Comedians aus Köln und 2 Comedians aus Berlin den ganzen Tag durch Deutschland zu schippern, damit sie 15 Minuten in München über Nachhaltigkeit sprechen? Ich hab den ganzen Tag überlegt und ich habe gestern noch gedacht, wie komme ich hierher tatsächlich? Weil ich war heute Morgen noch in Köln, muss morgen wieder in Köln sein. So, und dann dachte ich mir, naja, fliegen kannst du nicht. Weil, ganz ehrlich, also so eine Nachhaltigkeitsveranstaltung zu fliegen, ist ein bisschen wie wenn du mit Lady Gagas Fleischlappenkleid zum Veganer-Kongress gehst. Also, deswegen, nein, ich bin mit der Bahn gefahren, tatsächlich. Dankeschön, vollkommen zu Recht. Und es war, glaube ich, meine 3. Bahnfahrt jetzt seit Corona. Und man muss es einfach mal sagen, die Bahn gibt sich wirklich alle Mühe, dass alles wirklich exakt genauso ist wie vorher. Das ist wirklich, ich kam schon hin, dachte mir so, oh geil, volles Bahnbonusprogramm. Weißt du, war wirklich, wir kommen an, so Zug 2 Stunden zu spät, Waggons umgekehrt gereiht, ein Waggon hochkant. Und Personal spricht nur Elbisch. Und dann kommen wir in München an und der Schaffner macht folgende sensationelle Durchsage. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt München Hauptbahnhof. Für den standenden Unannehmlichkeiten bitte ich Sie um Verständnis. Ich kann aber auch verstehen, wenn Sie keins mehr haben. Getopft wurde es nur von meiner absoluten Lieblingsdurchsage, bisher von einem Bahnschaffner. Das war voll, weil ich muss ehrlich sagen, das ist ein neues Hobby von mir. Ich sammle jetzt Schaffner, die es einfach aufgegeben haben. Ohne Witz, mach das, das werden immer mehr. Ich bin nach Hamburg gefahren, wir sollten um 10.30 Uhr ankommen. Irgendwann kommt die erste Durchsage so, meine Damen und Herren, wir erreichen Hamburg heute um 10.50 Uhr. Ich denke so, okay, nicht schlimm, 20 Minuten geht ja. Kommt die nächste Durchsage, meine Damen und Herren, wir erreichen Hamburg heute um 11.30 Uhr. Ich denke so, okay, eine Stunde, ordentlich, aber egal. Und dann kam meine absolute Lieblingsdurchsage, nämlich folgende. Meine Damen und Herren, wir erreichen Hamburg heute. Ende. Und soll ich euch was sagen? Er hatte recht. Wo ist denn der Schweizer? Wo ist Zürich? Zürich, Hand hoch da vorne, alles klar. Ja, reibt's uns nur rein. Es ist also ohne Witz, ich habe immer Deutschland gegen die Schweiz verteidigt, ja, weil es ist immer in Deutschland, du weißt das vielleicht nicht, aber bei uns Deutschen ist immer so, in der Schweiz läuft das alles viel besser. Zugverkehr in der Schweiz ist viel besser. Ist viel besser, na natürlich ist der Zugverkehr in der Schweiz, weil die Schweiz hat ungefähr 15 Einwohner und 3 Züge, natürlich ist der Zugverkehr da besser. Weil eine bekiffte Bergziege könnte den Zugverkehr in der Schweiz regulieren. Und was viele nicht wissen, sie tut es auch. So. Aber da bin ich zum ersten Mal in der Schweiz Bahn gefahren. Und Leute, das sind fremde Welten. Ich bin nach Arosa gefahren, nach Zürich geflogen. Damals durfte man noch nach Zürich geflogen und dann mit dem Zug nach Arosa. So. Und ich bin eingestiegen, es war im Winter und es war eine wunderschöne Strecke. Man fährt in die Berge, ein Traum. Aber kaum saß ich da drin, hat es angefangen zu schneien. Und es hat einfach 3 Tage lang nicht mehr aufgehört zu schneien. Ich als deutscher Bahnkunde, sofort Panik. Es ist kein Scheiß, ich saß 3 Tage lang in meinem Hotelzimmer, habe nur rausgeguckt und dachte mir so, oh Gott, wir kommen hier nie wieder weg. Komm raus, es schneit die ganze Zeit, wir kommen nie wieder weg, wir müssen einbürgern, wir müssen in der Schweiz bleiben, wir kommen nie wieder weg. Dann bin ich am Montagmorgen um 7 Uhr zum Bahnhof in Arosa. Krall mir einen Schweizer Schaffner und sag zu ihm, Entschuldigung, der Zug um 8.48 Uhr, fährt der denn? Schweizer Schaffner guckt mich an und sagt, ja, warum soll der nicht fahren? Ich so, naja, Sie haben es vielleicht gemerkt, es schneit seit 3 Tagen. Guck er wieder an und sagt, ja, vielleicht haben Sie es gemerkt, es ist Winter. Das ist die Schweiz. Das ist sehr gut. Nachhaltigkeit. Ich finde es total geil. Ich finde es immer geil, wenn man so merkt, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen in unser Leben einsteigt. Ja, bei mir in der Straße hat jetzt einen Unverpacktladen aufgemacht. Toll. Toll. Kennt ihr das? Gibt es das in München, einen Unverpacktladen, wo man Lebensmittel unverpackt kommt? Toll. Warst du schon mal drin? Super, oder? Hat es dir gefallen? Ist toll. Meine Freunde haben sich alle aufgeregt. So unpraktisch. Muss man immer den ganzen Scheiß mitnehmen. Ich finde es überhaupt nicht unpraktisch. Ich war jetzt schon ein paar Mal drin. Ich habe immer so eine große Rolle Plastiktüten dabei. Ja, die sind sehr dünn, aber dann nimmst du einfach 2. Das geht dann schon. Das ist ein Scherz, Leute, macht das nicht. Wobei doch, mach mal.
Ohne Witz, geht mal morgen in den Unverpackt-Laden in München mit so einer Rolle Plastiktüten. Und dann stellt ihr euch in diesen Laden und zieht so eine nach der anderen runter. Und wenn euch einer anspricht, sagt er einfach so, nee, nee, das ist kein Plastik, das ist ganz Bio, das sind getrocknete Delfinblasen, ganz öko, weißt du? Ich weiß nicht, wie es euch ging, so während Corona, habt ihr Corona gut überlebt, war das alles okay bei euch, ja? Okay. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass uns Corona so ein bisschen einen Schubs gibt in Richtung Nachhaltigkeit. Das hat nicht so gut funktioniert, finde ich. Oder erinnert ihr euch, im März saßen wir alle da so, oh Gott, das wird alles verändern. Ja, wir werden alle viel mehr auf uns achten. Wir werden mehr auf die Natur achten, auf die Mitmenschen, auf die Tiere. Das wird alles verändern. 4 Wochen später, oh Gott, Ikea wird wieder auf schnell das Köttbullar fressen gehen. Weißt du? Besonders schlimm wurde es dann, als dann die ersten Wirtschaftsmaßnahmen kamen. Weil was wurde als erstes gerettet, Freunde? Erst Auto, dann die Lufthansa. Und ich falsch verstehe, ich gönne jedem Lufthansa-Mitarbeiter seinen Job, ganz im Ernst. Aber weißt du, mitten in der Klimakrise ein Luftfahrtverkehrunternehmen zu retten, das ist ein bisschen wie wenn dein Haus rennt und du statt das Haus zu löschen einfach mal erstmal losziehst und einen neuen Gasherd kaufst, weißt du? Es hat nicht so gut funktioniert mit der Nachhaltigkeit bei uns. Ja, wobei eigentlich manche Sachen waren besser während Corona, muss ich echt sagen. Verkehr in der Stadt, war das geil? War das in München auch so? Ey, ich bin Fahrrad gefahren, ich konnte Fahrrad fahren in Köln. Das war völlig neu. Ich dachte mir so, was ist denn hier los? Ich fahre durch die Stadt, alle fahren Fahrrad, keiner stirbt. Was ist denn passiert? Sag mal. Kann man in München gut Fahrrad fahren? Ja, tatsächlich. In Köln nicht. Leute, nee, ohne Scheiß. Fahrradfahren in Köln, das ist nur was, wenn du mit deinem Leben nicht mehr so viel vorhast. Nee, wirklich, falls ihr mal so 85, 87 seid und ihr denkt euch so, ach, war doch schön bis hierher. Warum unnötig in die Länge ziehen? Dann fahrt Fahrrad in Köln. Macht's am besten in der Nähe vom Melatenfriedhof, dann habt ihr es da auch nicht so weit. Das ist wirklich pure Aggression. Fahrradfahren in Köln oder überhaupt in deutschen Großstädten, das ist einfach Kampf. Das weiß Autofahrer gegen Fußgänger, Fußgänger gegen Fußgänger, Fahrradfahrer gegen Fahrrad. Das ist quasi Hunger Games mit Hosenklammer. Das ist es wirklich. Pure Aggression. Kürzlich, ich bin auf dem Radweg, ein Typ hat mich überholt. Ja, und scheinbar war ich so einen Millimeter zu weit links. Er zieht an mir vorbei, schnauzt mich voll an, so. So, kam sich richtig geil vor. Jetzt ratet mal, wen ich an der nächsten Ampel wieder getroffen habe. Und es war ihm so peinlich. Ich meine, es ist auch peinlich, weil es ist wie ein Aufzug pupst und dann steigt noch einer dazu, weißt du? Es ist. Und ich habe es so ausgekostet, ich habe mich wirklich direkt neben ihn gestellt und gesagt, Entschuldigung, Sie wollten mir gerade irgendwas mitteilen. Was war das denn? Er so, nee, ich habe es immer noch nicht verstanden, ne. Gucken Sie mal, die Ampel ist rot, wir haben Zeit, erzählen Sie mir doch mal, was wollten Sie mir denn sagen? Ich so, dann wird die Ampel grün, er tritt in die Pedale und schreit, Arschloch! Ja, jetzt muss man dazu sagen, Köln hat sehr viele Ampeln. Oh Leute, ich bin mit dem bis nach Düsseldorf gefahren, das war mir scheißegal. Ganz. Und kürzlich habe ich eine Frau gesehen, die ist vom Radweg runter auf die Straße, ein Autofahrer musste voll ausweichen, hat sich tierisch aufgeregt, bleibt stehen, macht sein Fenster runter, schnauzt die arme Frau an so, geh auf den Radweg, du dumme Kuh! Und sie bleibt stehen und nimmt ihren Helm ab und ich denke mir so, boah geil, jetzt gibt's Prügel. Jetzt die verprügelt den jetzt mit ihrem doppelschlitzbelüfteten Uwex-Sicherheitshelm. Aber was macht sie? Sie schreit ihm nur entgegen, es gibt aber laut Straßenverkehrsordnung keine Radwegbenutzungspflicht bei unzureichender Fahrbahnbeschaffenheit. Ich dachte mir nur, das sind die deutschesten Prügel, die ich je gehört habe, ganz ehrlich. Das Problem ist einfach, wenn wir ehrlich sind, gibt es viele Dinge, die wir gar nicht ändern wollen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Guck mal, Ernährung. Ich habe jetzt gelesen tatsächlich, dass wir alle, die ganze Weltbevölkerung, könnte mit biologischen Lebensmitteln ernährt werden, wenn wir alle Vegetarier wären. Totenstille im Schlachthof. Ja, ohne Witz, stell dich mal ins Hofbräuhaus und erzähl das den Leuten, die sich gerade so eine Schweinshaxe ins Gesicht zwirbeln. Weißt du? Zieh dir aber vorher die Laufschuhe an. Kann sein, dass du mit Mistgabeln und brennenden Fackeln aus der Stadt gejagt wirst. Und ich kann es toll verstehen, ich bin wirklich sehr fleischlastig aufgewachsen. Ich komme aus Franken. Haben wir Franken heute hier zufällig? Da hinten, wo kommst du her?
Erlangen, sauber. Würdest du mir recht geben, bei uns gibt es immer Fleisch, oder? Ja, absolut. Morgens, mittags, abends Fleisch. Gekochtes Fleisch, gesottenes Fleisch, gebratenes Fleisch. Es gibt immer Fleisch. Ich würde mal so sagen, wenn ich ein Schwein wäre, würde ich meinen Jahresurlaub nicht unbedingt in Franken verbringen. Klassischer Spruch, was ist im fränkischen Restaurant, was ist ein Sauerbraten mit 4 Scheiben Fleisch? Kinderteller. So. Nee, die Auswärtigen sind auch immer ganz überrascht, wenn sie in Franken einen Kellner fragen, Entschuldigung, was gibt's denn zum Schweinebraten dazu? Messer und Gabel. So, das ist... Und bei uns zu Hause auch, weißt du, bei uns gab es immer Fleisch. Aber irgendwann kam mein Bruder Matthias nach Hause und hat gesagt, Mama, Papa, ich bin jetzt Vegetarier. Meine Mutter hat angefangen zu heulen. Mein Vater hat mit 2 Nürnberger Rostbratwürsten einen Exorzismus durchgeführt. Weiche, Tofu! Was machst du da als Bruder? Gut, ich habe die Gelegenheit genutzt, habe direkt mein Coming-out hinterhergeschoben. Ach, und ich bin übrigens schwul. Wen interessiert denn das? Dein Bruder isst kein Fleisch mehr! Ja. Mein Bruder ist heute übrigens kein Vegetarier mehr. Kaum hat er sich da entschieden. Keine 2 Sekunden später hat mein Vater bei mir angerufen. Markus, jetzt wo sich der Matthias das nochmal überlegt hat mit dem Vegetarier. Aber ich finde, das Gute ist, und daran sollten wir uns alle festhalten, es tut sich was. Es tut sich was in den Köpfen der Menschen. Und deswegen gibt es ja auch so Organisationen wie Fridays for Future zum Beispiel, die ich wirklich super finde. Und ich möchte einen Vorwurf gegen Fridays for Future, möchte ich einmal entkräften. Und zwar, das ist der Vorwurf, eure Forderungen sind nicht realistisch. Bei ganzem Ernst, das stimmt. Aber sie sind nicht realistisch, aber sie sind notwendig. Guck mal, vor 200 Jahren war es noch keine realistische Forderung, dass Frauen wählen dürfen. Vor 100 Jahren war es noch keine realistische Forderung, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen. Und noch vor einem Jahr war es keine realistische Forderung, dass halb Deutschland in Homeoffice arbeitet. Also scheiß auf realistische Forderungen. Guck mal, die Leute damals in der DDR 1989, die haben auch geschrieben, die Mauer muss weg und nicht die Mauer braucht eine Tür und 2 Fenster. Scheiß auf Realismus. Scheiß auf Realismus. Ich bin fest überzeugt, wer die Realität verändern will, darf keine realistischen Forderungen stellen. Das war's von mir. Schönen Abend euch noch. Macht's gut. Ciao. Markus Barth. Gibt es so ein Lieblingsziel von dir? Ja, ich habe mir die vorhin in der Garderobe nochmal durchgelesen und tatsächlich finde ich so, eins der wichtigsten ist für mich Geschlechtergleichstellung. Warum? Weil ich fest überzeugt bin, dass, das klingt jetzt cheesy, aber ist mir scheißegal, ja. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Frauen in jeder Kultur und zu jeder Zeit mindestens genauso ernst genommen werden würden wie Männer. Wirklich, ich bin fest überzeugt. Ich weiß, klingt schleimerisch. Ja, ich weiß. Es sind People Pleaser, sag ich mal. Ich weiß. Nein, das ist okay. Ich habe es mir auch überlegt, aber nein. Hast du trotzdem recht. Ich habe Gründe, ganz ehrlich, ich glaube, das ist echt das Drama der Homosexualität, dass man nicht auf Frauen steht, obwohl man weiß, dass sie die besseren Menschen sind. Und ich meine das ganz im Ernst, weil, guck mal, wenn eine Frau eine schlechte Idee hat, ja, wenn eine Frau eine schlechte Idee hat, dann hat sie danach vielleicht grüne Haare oder so. Ja. Wenn ein Mann eine schlechte Idee hat, ist danach immer irgendjemand tot. Das ist einfach so. Das stimmt, ja. Das ist so, man muss den Männern die Welt wegnehmen. Ich bin fest überzeugt davon. Und liebe Frauen, die Schwuppen sind bei euch. Ich sag's nur, das... Markus Barth. Vielen Dank.